Herzlich willkommen bei Elvo Gaming TV, mein Name ist Jacob und wir machen heute wieder mal einen Waffentest bei Battlefield Play for Free. Ja, Battlefield Play for Free, ihr habt richtig gehört, ich spiel's wieder. Und wir nehmen die AK-47 diesmal, die neue Assault Rifle. Und ich habe heute zwei Gastkommentatoren. Einmal Andy von Barbara Gaming TV und einmal Max von Max Gaming TV. Yo! Yo! Und ja, mit dem werde ich ein bisschen zocken und ja, wir sehen uns im Spiel. Ciao! Jo, da sind wir im Spiel und ja, mit der ALK oder AK, ne, ist die AK, ja, AK-47. Ja, mit einem Iron Sight, das ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so gut finde. Aber ja, mal gucken, was wir jetzt auf diese Runde auf Karkant reißen. Und Bavaria und Max dürften auch drin sein, oder? Nein, ich bin noch in der Warteschleife. Ja, ich bin dafür schon wieder in voller Montur mit der 249 so am Kriechen Richtung D. Am Kriechen, gut. Ja, ich krieche. So. Sind wir jetzt eigentlich bei einer ganz neuen Runde? Ja. Ja, die ist ganz neu, die Runde. Ja. Ja. Und ich finde es jetzt halt etwas bescheiden, weil ich kann jetzt natürlich nur für mich selber reden, aber ich habe jetzt von der AK gar keinen Dunst, aber sollst, ich cast ja sonst auch nicht anders, also wenn es nach dem geht. Junge, Junge, ey, also der Typ hat noch ein Leben gehabt. Ah, die Waffe hat dort derbsten Rückstoß, das ist nimmer normal. Genau, so ungenau, also ich habe noch nie so eine ungenaue Waffe gesehen. Ich glaube, die ungenaueste, die es in dem Game überhaupt gibt. Meine Herren, ey. Ich finde das Nachladen ganz okay, aber es ist wirklich echt, also die Waffe, die... Wie sieht's da eigentlich mit der Rate of Fire aus? Ist okay. Gibt schlechtere Waffen. Also ich sah nicht so hoch, aber es ist vergleichbar mit der AKS 74U. Geht aber auch nicht so hohe Rate of Fire, aber die ist ein bisschen höher hier. Na, einen haben wir wenigstens bekommen jetzt. Ja. Dann stellt sich mir mal die Frage, wo bist du überhaupt? Ich chill irgendwo bei in der Nähe von A. Okay. Dann komm ich mal angestiefelt. Und bist immer noch in der Warteschleife, Max. Natürlich. Wenn schon, denn schon, oder? Ja, natürlich. Wenn schon, denn schon. Dann aber richtig. Das wird wieder nur so eine 3-Stunden Warteschleife, ich sehe es kommen. Ja, das ist sehr schön. Ja, vielleicht muss man die Warteschleife verlassen, dann wird in eine reingehen. Das ist möglich, ja. Das bringt auch manchmal. Ja. Hast gleich gebracht, oder? Steht jetzt bei mir Joint in the Game. Mal gucken, was passiert. Ja, bei uns ist auch ein Platz frei. Neben anderen Team. Ja. Ich glaube, da kommt schon das andere Team rein. Ja, da seht ihr mal wieder den Live-Charakter von The Elbo. Es haut nichts hin, warum auch. Aber naja, was soll's. Ey, die Waffe ist auch nicht so. Das. Ah, ich bin hier in dir. Time out. Na toll. Ganz ruhig. Ich glaube, ich werde ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, ja. Ich werde nicht auf diesen Server kommen. Aber das zeigt er mir jetzt jedes Mal an. Oh. Ich stelle mich gerade etwas in den Weg, fällt mir auf. Ja, du hast... Ja, würdest du vielleicht kurz auf mich warten? Ich müsste nachladen. Jo. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter vor. Und da ich glaube, man die Eigenschaften der Waffe auch gut erkennen kann, würde ich sagen, hauen wir erstmal dem Fett mal zwei Bügeleisen in die Klötze. Ja. What the fuck? Edifiz neu zu starten. Und hier ist gerade eine offene Schießerei, wie als würde ich Crysis spielen. Ich labe hier nicht von Crysis, Mann. Ja. Okay, tue ich nicht. Nein, kein Crysis heute. Nein, heute nicht. Kein Saboteur. Ach nee. Und auch keine Ahnung was. Ja, dann stellt sich mir allerdings die Frage, über was soll man denn dann sonst labern? Die Waffe, ja. Die mega irgendwie kacke ist. Also ich finde die Waffe nicht gut. Ich komme. Aber du kommst. Ja, ich komme. Ja, du musst ein bisschen dein Mikrofon lauter werden. Leute, ihr wisst das. Ja, ihr wisst, was aber das. Dein Mikro.
Weil der Play for Free Sound so laut ist. Okay. Ja, mich versteht ich irgendwie nicht so. Ja, warte. Wen? Wartet kurz. Irgendwie ist die Waffe richtig mies. Ich weiß auch nicht wieso. Toll, das haben die. Vielleicht könntest du mir ja mal die Nettigkeit erweisen und so ungefähr das Scope beschreiben, da ich die Waffe ja nicht sehe. Ist. In welchem Team ich bin? Es erinnert ein bisschen an die AKS-4SPU. Oh, na dann kann man die Waffe ja schon halb verkloppen. Ja. So, dann ich bin im gegnerischen Team. Ja, bin ich. Wow. Ich bin immer im gegnerischen Team, kann das sein? Ja, ich gehe noch mal raus. Ich versuch. Oh Gott, ey. Und mir ist selber gerade aufgefallen, früher habe ich nie einen mit der Saiga laufen sehen. Aber jetzt kommen sie alle mit der Saiga, ja? Ja. Ich war einer der wenigen, die Saiga immer gut fand. Aber nein. Ja, also es war jetzt nicht wirklich der Bombe-Waffentest. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Also die AK-47 ist nicht so arg gut. Also man muss sie sich jetzt nicht kaufen. Ja, ich weiß nicht. Also sie hat einen sehr große Damage zwar, aber also auf Entfernung kann man die Waffe eigentlich vergessen. Ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Waffentest. Vielleicht auf Battlefield 3, vielleicht auch Battlefield Black Ops 3. Und sagst du auch noch was, Andy? Ja, immer sehr gerne. Kennst du mich ja? Ja. Ja, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Waffe ja für den Assault ist, oder? Ja. Bin ich da richtig informiert? Bist sehr gut informiert. Ja, da hat man ja natürlich eine enorme Auswahl. Da muss es ja nicht gerade das Schlechteste vom Besten sein. Jo, und Max, sagst du auch noch was? Nö. Okay, das ist eine gute Antwort. Also dann macht's gut, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, da bin ich nochmal und ja, ich habe vergessen, dass es auch noch ein Holosight-Visier gibt. Und jetzt mache ich halt noch eine Runde mit Holosight-Visier, ob dann die Waffe etwas besser ist, weil das Iron Sight ja nicht so toll ist. Mal gucken, was wir jetzt reißen. Und natürlich wieder Max und Andy dabei. Steht's zu Diensten? Ja, und Max ist diesmal auch drin, sogar im gleichen Team. Ja. Wenn ich dann Jacob mal mit dem Medic Packs in den Arsch kriege, wenn er stehen bleiben würde. Ja, ich bleib mal stehen. Ja. Wo seid ihr denn? In Richtung B. In was? In B. In Karkant. Nein, ich meine, ob ihr ein Fahrzeug habt. Nein. Nein? Hey! Oh. Ein Buggy! Yay! Wir sind nicht so fahrzeugsüchtig wie du. What the fuck, ich hab den Bagger gerade 200 Punkte abgezogen. Ey. Also bei mir leckt es gerade irgendwie, aber ja. Bei mir nicht. Schon wieder. So, ich sehe dich, Senator. Ich würde. Ja. So, Mist, ich bin ja gar kein Medic. Irgendjemand tut mich immer ganz schnell wiederbeleben. Ja, das war ich. Ich helfe doch gerne. Und helfen? Achtung, Mensch! So, jetzt habt ihr gerade ein halbes Magazin in den Rücken gedrückt. Ja, willst du vielleicht... Ja. Oh mein Gott, da ist einer. Hand ruhig, ich muss nachladen. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Boah, der lässt sich da immer seelenruhig Zeit, wenn der das so nachlädt. So, lebst du noch oder wohnst du schon? Ja, ich lebe noch. Ich wohne schon. Hey, so. Dieter. Oh, Granate. Granate. Tot. Du bist gar nicht tot. Da bist du. Irgendwo ist tot, Mann. Ich mein, Bavaria ist tot. Ja. Ah. Ich bin tot. Oh, ich bin auch tot. Treffen wir uns mal da, Baby. Boah, ey. Ja, bin da. Ja, warte, ich komme auch gleich nach. Jacob, ich hab das Gefühl, da ist einer deiner Abonnenten auf dem Server. Ja, ja. Ich hab ein Dingens. Das ist Auto. Ein Jeep. Ja, ich hab ein Auto. Wow, du hast ein Auto, Fett. Sag mir nur, wie ich halten soll. Ey. Ich erober gerade A und was machst du so? Ist nicht mehr normal, ey. Die Waffe ist scheiße. Die hat. Also selbst wenn man da aus der Hüfte schießt, ist die Kacke, wirklich. Aus der Hüfte? Er weiß schon. Ja, nicht. Oh Max, ey, was du immer gleich wieder denkst aus der Hüfte. Nein, ich hab gerade gar nichts gedacht. Tut mir leid, ja, aber. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja, das sagen sie alle, am Ende haben sie es dann doch gedacht. Natürlich. Ja.
Jacob, warte auf mich. Ja, könntet ihr mal bitte auf mich warten? Wäre nein. Nett. Vorsicht, da kommt bestimmt einer um die Ecke. Hm, doch nicht. Ich find's auch cool, dass man das Iron Sight auf der Waffe ist. Oh. Oh, da oben ist ein Sniper. Ich bin tot. Jetzt sind wir wieder im Blechverschlag. Immer im Blechverschlag sind wir wieder. Ja, ihr müsstet mir dann nur mal eure Position angeben. Im Blechverschlag. 43 Grad Nord, vielleicht. In der Nähe von Duisburg. Duisburg. A, B oder C oder D. B, krieg ich kurz ein Ammo Pack. Ja. Warte, ich will mal. Warte. Emo. Mann, du stichst mir im Weg, Mann. Ich wollte. Guck mal, jetzt hat er mich umgebracht. Mich auch. Mann, ey. Oh, Level 25 mit der Usas. Ja, ja, ist jetzt nicht so arg schwer. Ja. So. Immer noch in der Nähe von B im Blechvorschlag? Nee. Nein. Tot. Tot. Ja, ich bin auch tot. Lass mal da Base treffen. Ich habe übrigens mal kurz doch dein Holosign geguckt und ich finde es etwas schade, dass da die Details nicht reichen. What the fuck? Tot. Boah, ich hab's gerade noch rausgeschafft. Ein Level 17er mit der MP5 und einer und einem Ghetto Blaster. Also, weißt schon, Raketenwerfer. Ja. Ach so. Boah, da würden mir jetzt ein paar Witze einfallen, aber ich glaube, da müssen wir in das Video noch drunter schreiben, dass wir keine Rassisten sind. Nee. Trotzdem, hau raus. Ich hab da auch noch einen Witz auf Lager, also. Nee, also, es ist ja Jacobs Video. Ey, das mache ich als Let's Play Together, lade ich das hoch. Das ist kein Waffentisch, das ist ein Let's Play Together, okay? Aber es nimmt keins weiter auf, ey. Wie wär's, wenn wir mal zu A gehen? Nimmst du? Ja, ich bin bei A. Ist egal, ob jemand aufnimmt. Ist egal. Ich tue es als Let's Play Together hochladen. Wir machen demnächst mal einen Let's Witz. Let's Witz? Ein Let's Witz? Es gibt doch auch Let's Walk oder so ein Scheiß. Es gibt alles. Warum soll's das dann nicht? Das heißt Let's Talk. Nicht ja, ich bin auch Latte. Es gibt alles mit Let's. Nee, es gibt auch ein Let's Walk. Let's Walk. Ja. Also ich weiß nicht, was für ein Müll du dir alles anguckst, aber... Ich gar nicht, aber Ja, würde ich jetzt auch sagen. Das sagen sie alle. So, au! Ich versuche jetzt mal B aufzumischen. Alter, hat der Typ in seiner Usas ein Laufgeschoss oder was geht der so ab? Dirb. Übel. Dann kann ich auch wieder mal zwei Folgen Battlefield Play for Free hochladen. Tot. Oh, der Typ, ey. Welcher Typ? Der Dieb. Alter, ja, der Dimitri Russ. Ich hab dem gerade noch einen reingewirkt. Dimitri? Der hat mich da, ja, der Dimitri. Hat mich tatsächlich noch geneift, dieser. Boah, ey. Ey, komm, ich bin 4 Punkte besser als du. Was hältst du davon? Ich nehme auch auf, du nicht. Du. Ist das ein. Ja und? Was macht das für einen Unterschied? Bei mir leckt's mehr, wenn wir nicht aufnehmen. Und Max, vielleicht noch eine andere Info? Nein! Es könnten ja mal die User in die Channel schreiben, wen es interessiert, wie viele Punkte Max hat. Einfach mal so eine nette Aufforderung. Jetzt habe ich wieder mehr Punkte als du, ha? Huh? Ja, hier können wir ja mal unterschreiben, wen das interessiert. Hm. Ja, sind das. Ja, also ich glaube, Jacob ist interessant, also da müssen wir nicht reden. Ich habe sehr viele Fans hier. Das kann man jetzt natürlich auch falsch. Also ich muss sagen, nur in deiner. Danke nochmal an alle Fans, die mich hier immer so unterstützen auf den Servern. Sehr schön. Ach. Also ganz spontan fällt mir Blue Pacific ein, wenn du das Video siehst. Super. Ja, und dann war's das mit der Holosight AK-47. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Und ja, dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Jo, ciao. Tokinas.